Ja, also wir haben, wie du ja schon gesagt hast, wir hatten die Problematik seinerzeit, dass wir von der Auslastung der ausgelernten Techniker roundabout 70 Stunden im Monat abzurechnen hatten. Wir haben über das Bonussystem es geschafft, über natürlich auch andere organisatorische Maßnahmen, aber hauptsächlich über das Bonussystem, die Techniker weit über 100 Stunden, mittlerweile in den 2 Jahren, 2,5 Jahren, auf rund 140 Stunden im Schnitt zu bringen. Ja, flankiert dadurch, auch jetzt in den letzten 2 Jahren, haben wir auch unseren Mitarbeiterstamm dann auch verdoppeln können. Also, wir sind jetzt roundabout 14 Mitarbeiter bei uns im technischen Bereich in der Firma und haben alle Techniker, die länger wie ein Jahr ausgelernt sind, auf in der Regel über 100 Stunden. Wir setzen bereits Bonussysteme für die Mitarbeiter ein. Es ging mir hauptsächlich darum, die Kombination aus bereits bestehenden Zeit für Geld-Verträgen und Managed Service-Verträgen hinzubekommen, um da dem Mitarbeiter eben aus beiden Bereichen ein Bonussystem zur Verfügung zu stellen. Dieses sogenannte Hybridmodell, wie du es in deinem Seminar vorstellst, ist da sehr gut anwendbar, auch für uns, weil wir Kollegen haben, die sowohl Zeit gegen Geld abrechnen, als auch im Managed Service tätig sind. Richtig. Also Wartungsverträge sollten anders provisioniert werden als Zeit gegen Geldverträge. Ja, es steigert auf jeden Fall die Mitarbeiterzufriedenheit, würde ich auf jeden Fall als erstes nennen. Jeder Mitarbeiter freut sich natürlich, wenn er am Erfolg und am Gewinn des Unternehmens teilhaben kann. Wenn sich das gegebenenfalls in seiner Lohnabrechnung widerspiegelt oder auch, man kann das ja auch umrechnen, muss ja nicht immer mehr Geld sein, vielleicht mehr Freizeit, mehr Urlaub, andere Themen. Also beide Seminare waren wichtig eben halt für mich. Wichtig war eben halt für mich grundsätzlich erstmal der heutige Tag, also der zweite Tag, weil Bonussysteme für die Mitarbeiter ich eben halt sehr wichtig eben halt finde, weil wir sowas eben halt noch nicht haben und ich natürlich meine Mitarbeiter definitiv weiterhin motivieren möchte. Eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und die letzten paar Prozentpunkte da noch draufzulegen, die möglich sind, die auch, wie gesagt, vor allem aber die höhere Mitarbeiterzufriedenheit dafür zu bekommen. Nein, kein direktes Bonussystem. Ich möchte gerne meine Techniker unmittelbar am Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen und jeder soll die Motivation haben, sein Bestes zu geben. Wir haben schon einige Ideen umgesetzt, um unsere Mitarbeiter zu motivieren, aber ich glaube, dass das die letzte Schraube ist, die man stellen muss, um das weiter zu erhöhen. Naja, wir haben ja das Problem, dass wir eben in dem hybriden Modell sind. Wir haben IT-Flat-Verträge und auch das klassische Zeit-gegen-Geld-Modell. Und mit deiner Vorlage glaube ich, dass es mir gelingt, beides optimal abzudecken. Ja, also da wird die Herausforderung in dem Bereich ist einfach die Brücke zu schlagen, solange diese Hybridphase noch anhält, beide Systeme miteinander zu verbinden, logisch zu verknüpfen und da auch dann eine faire Entlohnung im Bonusbereich für beide Varianten zu finden, die nicht selbst konkurrierend ist. Also sprich, dass nicht der Techniker dazu angeleitet wird, eher das eine oder das andere zu machen.